Und wir bleiben im weiteren Sinne noch bei den Vorwehen der Steuerreform, der Diskussion um die sogenannte Registrierkassenpflicht nämlich. Die SPÖ fordert diese ja gegen den Widerstand der Wirtschaftskammer, unter anderem mit dem Hinweis auf Italien. Dort ist es tatsächlich so, dass egal, ob man Kleidung, Pizza oder gar nur einen Kaugummi kauft, jeder und jede bekommt dafür einen Kassazettel oder eine Rechnung. Damit wird nachgewiesen, dass die vorgeschriebene Mehrwertsteuer bezahlt wurde. In einem Land, in dem trotzdem jedes Jahr geschätzte 120 Milliarden Euro am Finanzamt vorbeigeschleust werden, wird aber bereits über modernere Formen der Steuerüberwachung nachgedacht, berichtet aus Rom Alexander Kofler. Der sogenannte Scontrino, der Kassazettel, ist in Italien Anfang der 80er Jahre eingeführt worden. Vor allem, um Steuerhinterziehung in Restaurants einen Riegel vorzuschieben. Wurde früher auch der Kunde bestraft, der keinen Kassazettel vorweisen konnte, muss heute nur noch der Geschäftsinhaber mit einer Strafe rechnen, wenn er von der Finanzpolizei erwischt wird. Sie kommen in Zivil und bestellen einen Kaffee. Wenn du den Kassazettel nicht ausstellst, dann haben sie dich und du hast ein Problem. Das Gesetz sieht Strafen in der Höhe von 150 bis 2500 Euro vor. Ein besonders kurioser Fall aus Neapel kursiert jetzt im Internet. Ein Inhaber einer Metzgerei wurde vor 2 Wochen zu einer Strafe verdonnert, weil er einem Bedürftigen ein Wurstbrot geschenkt hatte und daher keine einbezogene Mehrwertsteuer nachweisen konnte. Man darf nichts herschenken, das hat Folgen. Die Kollegen sind jetzt verängstigt, den vielen Bedürftigen etwas zu geben. Die Steuereinzugsbehörden in Italien planen bereits, den Kassazettel wieder abzuschaffen. Stattdessen soll mit einer grenzüberschreitenden digitalen Überwachung von Ausgaben und Einnahmen Steuerhinterziehung bekämpft werden. Es ist richtig, dass die Steuerhinterziehung bekämpft wird, auch mit digitalen Kontrollen. Ich glaube, dass wenn ein Staat einfachere Zahlungsmöglichkeiten einführt, die Hinterziehung vielleicht weniger wird. Ich finde, es braucht weiterhin auch persönliche Kontrollen. Da bin ich vielleicht etwas altmodisch. Wann das neue System eingeführt werden soll, das steht freilich noch in den Sternen. Die Steuereintreiber, die gehen jedenfalls davon aus, dass schon bald in Italien der Cappuccino nur mehr mit Karte oder gar mit dem Smartphone bezahlt werden kann. Einige Wirtschaftswissenschaftler bleiben aber nach wie vor skeptisch. Schließlich sei Italien immer schon ein Land gewesen, in dem man Wege und Mittel gefunden habe, gewisse Gesetze und Regeln zu umgehen. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Österreichs Politiker suchen Milliarden, um eine Steuersenkung finanzieren zu können. Und eine Maßnahme haben sie dabei schon im Visier. Auch für kleine Betriebe wie Wirte soll eine Registrierkasse Pflicht werden. Und damit ganz herzlich willkommen bei ECO. Dass man eine Rechnung bekommt, das ist nicht überall selbstverständlich. Doch Geschäfte ohne Rechnung, Einnahmen am Finanzamt vorbei, damit könnte bald Schluss sein. Denn der Finanzminister muss mehr Steuern einnehmen und ein Mittel dazu könnte eine verpflichtende Registrierkasse sein. Für alle, auch kleine Unternehmen. Das ist zumindest eine Idee der Steuerreformkommission. Doch was bringen diese Registrierkassen wirklich? Ein Bericht von Christina Kronhaus, Emanuel Liedl und Bettina Fink. Eine Wiener Institution. Seit Jahrzehnten gehen in diesem Würstelstand Käsekreiner, Bratwürste und Leberkäse über die Pudel. Mit oder ohne Gurkerl, eine Rechnung wird so gut wie nie serviert. Und eine Registrierkasse gab es hier auch noch nie. Geht es nach der Würstelverkäuferin, soll das auch so bleiben. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es gefordert wird. Ich bin nur ein absoluter Gegner von diesem, wir machen jetzt Vorschriften und die peitschen wir durch. Man sollte den Leuten, vor allem in Kleinstbetrieben, noch die Möglichkeit lassen, am Leben zu bleiben. Ob die Wurst versteuert wird oder nicht, ist dem Kunden wurscht. Schmecken muss sie. Schwarzer Peitsch, schön und gut, ja, aber ich glaube, mit einer Registrierkasse kann ich trotzdem noch irgendwie schwarz kassieren, ohne dass irgendwer weiß. Wie funktioniert das dann? Das weiß ich, da rennen halt 3-4 Wissel unterm Tisch spazieren. Ne? In diesem Konvolut der Steuerreformkommission steckt der Zündstoff. Die SPÖ will eine Registrierkassen- und Belegpflicht, auch für Betriebe mit weniger als 150.000 Euro Umsatz.
Die ÖVP ist skeptisch. Einig ist man sich nur darüber, die Steuerlücken gehören gestopft. Schwarz umsetzen soll der Kampf angesagt werden. In diesen kleinen Unternehmen ist man alarmiert. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Maria Smoditsch-Neumann als Maßschneiderin in Wien. Manchmal alleine, manchmal mit einer Angestellten. Schon jetzt kämpft sie bei jedem Auftrag mit viel Bürokratie. In ihrem dicken Kalender erfasst sie Einkäufe, Materialverbrauch, Stofflagerbestand und Schlussrechnung händisch. Jederzeit nachvollziehbar, auch für die Finanz. Und 80% ihrer Kunden bezahlen sowieso mit Bankomatkarte, also kein Raum für Schwarzumsätze, meint die Unternehmerin. Die Registrierkasse empfindet sie als teure Schikane. Ich glaube, dass es Mobilität zum Beispiel für Unternehmen massiv einschränkt. Also ich kann dann wirklich nur in meinem stationären Bereich meine Geschäfte abwickeln. Ich persönlich könnte jetzt nicht zu einer Kundin fahren, was ich sehr wohl tue. Ich besuche auch meine Kunden, jene, die nicht kommen können, nicht kommen wollen, mache dort meine Geschäfte. Was tue ich dann? Habe ich dann die Registrierkasse unterm Arm? Fast noch wichtiger als die Kasse ist die Rechnung, die in die Welt gesetzt wird. Sie macht Geschäfte nachvollziehbar und Steuerhinterziehung zum Risiko. An der Rechnung hängen für den Staat Umsatzsteuer und Gewinnsteuern. Darum hat etwa Italien längst eine Belegpflicht eingeführt, die auch kontrolliert wird. Österreich ist da noch nachlässiger, moniert der Steuerexperte. Man geht in ein Geschäft, kauft was, bezahlt, Ende, geht in Österreich wieder raus, macht sich eigentlich kaum Gedanken, ob der andere das jetzt doch gleich erfasst hat oder nicht erfasst hat. Wenn man es von der Steuer absetzen will, wird man sich so natürlich einen Beleg geben lassen, um es entsprechend abschreiben zu können. Wenn es ein Garantiefall ein möglicher ist, wird man sich auch einen Beleg geben, um später vielleicht Garantie- oder Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Sonst, wenn es die Wurstsemmel ist, wird keiner einmal einen Bedarf haben, sich dort einfach einen Beleg geben zu lassen. Eine andere Wiener Institution. Das noble Restaurant-Vestibül im Burgtheater. Was die Gäste hier konsumieren, wird seit 15 Jahren mit Registrierkassen erfasst. Im vergangenen Jahr hat die Chefin in ganz neue Geräte investiert. Jetzt soll sie noch einmal aufrüsten und lässt sich vom Servicetechniker erklären, wie das in Zukunft funktionieren könnte. Mit einem Sicherheitschip, der Daten automatisch für die Finanz aufzeichnet und Manipulationen der Kasse verhindern soll. Das ärgert die Geschäftsfrau. Man arbeite ohnehin transparent. Ich bin der Meinung, dass unser Gerät ultramodern ist. Ich habe vor einem Jahr 7.000 Euro in ein komplett neues Kassensystem investiert, habe mich damals auch abgesichert, ob das jetzt denn dem Stand der Dinge entspricht, und jetzt kommen schon wieder Kosten auf uns zu. Das sehe ich eigentlich nicht ganz ein. Registrierkasse, Rechnungsbeleg, Datenanbindung direkt ans Finanzamt. Dem Schlendrian der Österreicher soll ein Ende gesetzt werden. Hunderte Millionen an Mehreinnahmen erhofft sich der Staat. Ein Debakel befürchtet man hier. Seit Jahrzehnten ist das gleichnamige Lokal bei Studenten und Grätzlbewohnern beliebt. Hier wird gefeiert und geflirtet und viel Flüssiges konsumiert. Seit 27 Jahren hat noch kein Kunde nach einer Rechnung verlangt. Die Bonierung erfolgt per Strichliste. Man blieb immer unter der 150.000 Euro Grenze beim jährlichen Umsatz und hat sich so eine Registrierkasse erspart bislang. Eine unbestechliche Registrierkasse ermöglicht keinen Spielraum mehr. Ne? Wenn Sie kommen mit fünf Freunden und sagen, ich feiere meinen Polterabend oder ich habe eine Prüfung geschafft auf der Uni oder ich habe Geburtstag und ich störe euch eine runde Schnapsel hier oder wir machen aus, ja gut, ich mache da einen guten Preis, weil du kommst mit ein paar Leuten. Wie registrieren wir das? Wie machen wir das? Wie erklären wir das? Oder haben wir dann jeden Tag eine Party? Da fällt mir die Fantasie, weiß ich noch nicht, wie das geht. Der Wirt glaubt, dass die Registrierkassenpflicht für viele Betriebe das Ende bedeutet. Die wirklich verfolgenswerten Schwarzgelder sieht er ganz woanders. Ich bin selten in der Schweiz oder in Liechtenstein, auch nicht in Zypern oder sonst irgendwo. Ich habe ein Konto da unten auf der Häuserstraße. Eins. Aus. Also ich denke, es gibt schon Leute, wo es so Geld gibt. Ja. Der Reformbedarf ist unbestritten. Doch so wie der Wirt, sieht auch Ökonom und Schwarzmarktforscher Friedrich Schneider,
die wirklich großen Brocken beim Vorsteuerbetrug, dem sogenannten Karussellbetrug, und nicht bei Registrierkassen für Kleinbetriebe. Ich halte von dieser Einführung wenig. Sie ist für die Wirtschaft teuer, sie bringt wenig. Bekämpfen wir lieber den Mehrwertsteuerbetrug. Wir haben exzellente Finanzverhandler, wirklich exzellent, die sind international hoch angesehen. Setzen wir die voll für das an, da holen wir auch was raus. Und dann wäre da ja auch noch der klassische Pfusch. Handwerker verdienen sich vornehmlich abends oder am Wochenende ohne Rechnung ein beträchtliches Zubrot. Viele Häuser in Österreich würden gar nicht stehen, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre. Nachbarschaftshilfe nennt man das gerne, wenn an der Steuer vorbei gearbeitet wird. Am meisten schwarz gearbeitet wird am Bau und im Handwerk. 39% des Pfusches spielt sich dort ab. 16% sind es in Industrie und anderen Gewerben. Auf den Hotel- und Gastronomiebereich entfallen ebenfalls 16% Schwarzarbeit. Und 12% gehen auf das Konto der Unterhaltungsbranche. Schwarzarbeit wird oft als Kavaliersdelikt empfunden. Die Rache des kleinen Mannes an den sogenannten Oberen, die sich in unserem Staatsgefüge besonders leicht richten können. Beim Pfuschen haben Herrn und Frau Österreicher zwei Drittel kein Unrechtsbewusstsein und würden niemals den Detektiv oder die Wirtschaftskammer anrufen, da wird gepfuscht. Also ich glaube, die Leute haben ein gesundes Gespür, was man soll, was man darf und was man nicht darf. So ein bisschen Griechenland auch in Österreich. Ja, ein bisschen Griechenland haben wir überall. Das haben wir auch in Deutschland. Auch da gibt es viel Schwarzarbeit, sogar viel höher in Deutschland wie in Österreich. Der Staat in seiner Budgetnot zieht jedenfalls die Reißleine. Er braucht dringend Geld. Das Wirt, Würstelstandbesitzer und Schneiderin mit einer Registrierkasse an die Kandare genommen werden sollen, stößt zumindest den Betroffenen sauer auf. Doch wenn viele zu wenig Steuer bezahlen, zahlen die Ehrlichen drauf. Wie dieses Dilemma zu lösen ist, am 17. März wissen wir alle mehr. Dann soll die lang angekündigte Steuerreform endgültig stehen. Und dann wird man auch wissen, ob diese Wurst ein Fall für die Registrierkasse wird. Thank you.